Bitcoin bricht Rekorde wieder und wieder. Ein Allzeithoch jagt das nächste, befeuert vom sogenannten Trump-Pump. Hello Bitcoiners, thank you very much, hello. Doch jetzt stellen sich viele die große Frage, wie geht es weiter mit Bitcoin? Lohnt sich der Einstieg überhaupt noch? Und welche Metriken sind wirklich entscheidend, um die beste Entscheidung zu treffen? Und wenn ich neu bin in der Kryptowelt, bin ich dann schon zu spät dran, um zu lernen und zu investieren? All das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Was war das für eine verrückte Woche? Seit den US-Wahlen pumpt Bitcoin unaufhörlich. Gibt man Bitcoin bei Google ein, erscheinen Schlagzeilen wie diese. Einer der Gründe dafür, dass Bitcoin so heftig pumpt, ist er hier, Donald Trump. Der Kryptomarkt hofft, dass der Republikaner als neuer US-Präsident Versprechen wie diese hier wahrmachen wird. The United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. Und so viel muss man Trump lassen. Er hat bisher geliefert. Zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, handelt Bitcoin bei über 84.000 US-Dollar. Nice. Neben der Wahl Trumps hält sich aber auch der Blick auf die Makrodaten für Bitcoin weiter auf. Allen voran die Fed, die US-Notenbank, sorgt aktuell für Optimismus am Markt, denn sie senkte am Donnerstag erst den Leitzins auf 4,75%. Der Markt reagierte äußerst bullisch auf diese Leitzinssenkung. Bitcoin stellte kurz danach zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch auf. Dass Bitcoin positiv auf Zinssenkung reagiert, ist dabei nichts Neues. Seit Jahren korreliert die Zinsentscheidung der Fed und der Bitcoin-Kurs miteinander. So viel zur Ausgangslage, aber wie geht es mit Bitcoin jetzt weiter? Seien wir mal ehrlich, die Menge an frei verfügbaren Daten ist im Kryptospace enorm. Tausende Charts, hunderte Analysen, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, welche Daten wirklich relevant sind und wie sie dir helfen können, die richtige Investmententscheidung zu treffen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob du bereits Erfahrung mit Krypto hast oder gerade erst angefangen hast. Der MVRV Z-Score, was für ein unaussprechlicher Name, ist einer der bekanntesten Indikatoren zur Beurteilung der Bewegung bei Bitcoin. Der Indikator besteht aus zwei Teilen, dem MVRV. Er dividiert die Marktkapitalisierung von Bitcoin, also den Market Value, durch den Durchschnittskurs, zu dem die Bitcoin zuletzt gekauft oder bewegt worden sind, den sogenannten Realized Value. Der zweite Teil ist der Z-Score. Der gibt an, wie stark der aktuelle Marktwert von seinem historischen Durchschnitt abweicht. Der MVRV Z-Score hilft hier vor allem dabei zu erkennen, ob ein Marktzyklus seinen Höhepunkt erreicht hat. Das ist der Fall, sobald der Z-Score die rote Box in dem Chart berührt oder sogar überschreitet. Fällt der Score aber in den grünen Bereich, deutet das auf einen unterbewerteten Markt hin. Historisch betrachtet gab es für Bitcoin-Anleger, die in dieser Phase investiert haben, überdurchschnittliche Gewinne. Aktuell liegt der Z-Score bei 2,5, also einem eher moderaten Wert, bei dem auch noch Wachstumspotenzial für den Bitcoin-Kurs da ist. Beim Pure Multiple wird die Angebotsseite von Bitcoin näher beleuchtet, genauer gesagt die Miner und ihre Einnahmen. Die digitalen Schürfer müssen immer wieder einen Teil ihrer Bitcoin verkaufen, um profitabel zu bleiben. Stromkosten müssen gedeckt und Mitarbeiter bezahlt werden. Der Pure Multiple Indikator vergleicht die täglichen Erträge der Miner mit dem gleitenden Jahresdurchschnitt. Einfach ausgedrückt, der Pure Multiple zeigt, ob die Einnahmen der Miner gerade besonders hoch oder niedrig im Vergleich zur letzten Zeit sind. Ist der Wert hoch, deutet das darauf hin, dass die Einnahmen der Miner im Vergleich zum Jahresdurchschnitt stark gestiegen sind. Das kann ein Hinweis auf eine überhitzte Marktphase sein, da Miner eher bereit sind, ihre Bitcoin zu verkaufen, um die Gewinne zu sichern. Ist der Wert niedrig, bedeutet das, dass die Einnahmen der Miner im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit besonders gering sind. Dies kann ein Zeichen für eine Unterbewertung sein, da niedrige Einnahmen oft mit einer Marktunterstützung oder Bodenbildung in einem Bärenmarkt einhergehen. Aktuell liegen wir bei 1,03, einem eher moderaten Bereich. NUPL steht für Net Unrealized Profits and Loss und genau das sagt der Indikator auch aus. Wie hoch sind die unrealisierten Gewinne bzw. Verluste der Anleger? Ist der NUPL hoch, bedeutet das, dass viele Investoren auf Gewinn sitzen, die sie nicht realisiert haben. Ergo könnten sie geneigt sein, diese Profite bald mitzunehmen. Im Umkehrschluss bedeutet ein niedriger NUPL-Wert, dass Investoren auf unrealisierten Verlusten sitzen. Das ist besonders im Bärenmarkt der Fall, wenn Kurse fallen. Derzeit liegt der NUPL bei 58%, also sitzen 58% des Marktes derzeit auf unrealisierten Gewinnen.
Werte über 75 gelten meist als Warnsignal für eine mögliche Marktüberhitzung. Aber was, wenn ich neu bin im Crypto-Space? Woher weiß ich, worauf ich beim Investieren in Bitcoin und Co. achten muss? Wie vermeide ich Fehler und wie bewege ich mich im schnelllebigen Kryptomarkt? Denn eines ist sicher, das wichtigste Asset im Crypto-Game ist nicht Bitcoin, Ethereum oder Solana, es ist Wissen. Und da können wir dich unterstützen. In der BTC Echo Academy findest du alles Wissenswerte über Bitcoin und Co. Da findest du nicht nur Deep Dives in Bitcoin oder auch die Welt des Tradings, sondern du findest auch alle wichtigen Begriffe aus der Kryptowelt einfach erklärt in unseren Basics. Wenn du außerdem wissen möchtest, wie du sicher in Bitcoin und Co. einsteigen kannst, dann schau bei uns auf den Kaufen-Seiten vorbei. Alle wichtigen Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Nach den enormen Kursbewegungen der letzten Tage fragt man sich, ob es nicht schon zu spät ist, um in Bitcoin einzusteigen. Die Antwort aus unserer Sicht lautet nein. Schaut man auf Prognosen verschiedener Analysten, dann scheint der Weg für Bitcoin mittelfristig auf die 100.000 US-Dollar vorgezeichnet. Langfristig gesehen könnte das Potenzial von Bitcoin sogar noch darüber hinausgehen, da institutionelles Interesse weiter wächst und die Akzeptanz als digitales Asset zunimmt. Mit den richtigen Daten und einem soliden Verständnis für das Thema kann man auch als Anfänger durch turbulente Marktphasen navigieren. Was glaubt ihr, bis wohin kann Bitcoin in diesem Bullrun noch steigen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns auf unserer Website zu besuchen. Dort verpasst ihr keine neuen Krypto-News.